Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategie TV. Heute wieder mal mit einer Strategie und zwar etwas, was sehr, sehr verbreitet ist, nämlich das Covered Call Writing. Covered Call Writing ist ja im Grunde genommen eine ganz simple, einfache Strategie, die man mit Hilfe von Optionen umsetzen kann. Was ist es, wenn man es mal ganz runterbrechen will auf wirklich die ganz einzelnen Bestandteile? Besteht es also immer aus dem Long einer Aktie. Das heißt also, ich kaufe einfach eine Aktie, das kann ja jetzt auch ein ETF sein oder ein Indexprodukt, und ich verkaufe dann, also ich bin sozusagen Short, Verkauf, Short, einen Call. Und jetzt werden viele sagen, also einen Out-of-the-Money-Call, aber dazu kommen wir noch, das muss nicht unbedingt sein. Was ist jetzt Sinn und Zweck? Ich gehe mal ganz kurz nach vorne und nehme einen anderen Stift. Also, was ist eigentlich Sinn und Zweck von so einer Covered Call Geschichte? Wenn wir uns überlegen, wenn wir eine Aktie kaufen, dann machen wir das natürlich immer, weil wir erwarten, dass die Aktie steigt. Wenn wir jetzt darüber einen Call verkaufen, dann ist es natürlich so, dass wir uns an dieser Stelle hier, wo der Strike ist, also angenommen die Aktie ist jetzt irgendwie bei 85 und wir würden einen 88er Call verkaufen, dann beschneiden wir uns natürlich an dieser Stelle erstmal für weitere Gewinne der Aktie. Denn wenn jetzt beispielsweise die Aktie hier von 85 auf 100 steigen würde und wir würden an der gesamten Position nichts ändern, dann wären wir hier nur mit 3 Dollar dabei, denn der Short Call würde ja bedeuten, dass wir bei uns verpflichten, bei 88 die Aktie abzugeben. Das ist allerdings kein Problem, denn wir haben ja die Aktie. Das heißt, es ist also kein nackter Call, hier kann nichts passieren in der Option. Wenn sie eben über die 88 steigen würde, dann würde sie uns sozusagen weggecallt und wir hätten eben dann die 3 Dollar Anstieg in der Aktie, also hier 3 Dollar in der Aktie, und ganz wichtig, und das ist auch der Grund, warum man das macht, natürlich noch die Prämieneinnahme. Vielleicht auch nochmal, was weiß ich, 1 Dollar pro Aktie, also insgesamt nochmal 100 Dollar. Und das macht man natürlich, weil man erwartet, dass in der Regel Aktien natürlich jetzt nicht, wie hier kurz erwähnt, von 85 auf 100 in 30 Tagen steigen, sondern dass sie ja gemächlich ansteigen. Wir wissen, Aktien haben im Schnitt, oder der Aktienmarkt hat im Schnitt eine Jahresperformance von ungefähr 8%, wobei ja nur etwa die Hälfte davon aus Kursgewinnen ist, der Rest sind Dividenden. Und da macht es natürlich schon Sinn, zusätzliche Prämien einzunehmen über den Verkauf dieser Call-Optionen. Beim Covered Call muss man ein paar wichtige Dinge beachten. Nummer 1. Gegenüber vielen anderen Optionsstrategien ist das Risiko, was man hier hat, nicht die darunterliegende Option oder die dahinterliegende Option, denn der Call, solange man die Aktie besitzt, ist völlig risikofrei. Das heißt also, egal was mit der Aktie passiert, ein Risiko entsteht uns nicht aus dem Call heraus. Fällt die Aktie, steigt die Aktie, bleibt diese Aktie gleich, der Call hat kein Risiko, weil er ja quasi hier durch diese Aktie gedeckt ist. Da aber in jedem Trade natürlich ein Risiko steckt, muss es irgendwo anders herkommen, und das kommt natürlich ganz klar hier aus der Aktie. Wenn also jetzt beispielsweise die Aktie hier auf Tauchstation geht und deutlich fällt, dann gewinnen wir zwar die Prämie aus dem Short Call, verlieren aber natürlich gleichzeitig mit der Aktie. Das ist jetzt allerdings auch nichts anderes, als wenn man nur die Aktie hätte. Das heißt, zu einer Verschlechterung im Verlustfalle kommt es definitiv nicht durch den Short Call, sondern sogar noch zu einer Verbesserung. Denn wenn wir überlegen, wenn wir hier für 85 die Aktie gekauft hätten und wir hätten 1 Dollar Prämie bekommen, dann kaufen wir ja eigentlich die Aktie für 84. Das heißt also, wir reduzieren damit natürlich ein wenig unseren Einstiegskurs, wenn es auch nur minimal ist. Covered Calls kann man ganz unterschiedlich einsetzen. Mal zwei Beispiele an der Stelle erwähnt. Es gibt sehr, sehr viele Investoren, die halten Aktienbestände. Ich habe zum Beispiel auch Aktien, die ich nicht gerne verkaufen möchte, die ich einfach länger behalten möchte, aus Dividendengründen, weil ich die Firmen für gut halte
Und da ist es natürlich so, dass wenn es jetzt beispielsweise Wachstumsaktien sind, dann profitiert man oder versucht zu profitieren von einer Wertsteigerung. Wenn es dagegen Dividendenwerte sind, eher von der Dividende. Was bringen mir dann diese Covered Calls? Sie bringen mir einfach eine zusätzliche Rendite. Das heißt also, gerade wenn die Märkte etwas schwächer werden und wenn es nach unten geht, dann verkaufe ich auf diese Bestände Covered Calls, erziele ein paar zusätzliche Einnahmen, reduziere minimal meinen möglichen Verlust, Buchverlust, wenn die Aktie nach unten geht. Hier geht es mir aber wirklich mehr um zusätzliche Einnahmen, und es gibt sogar viele Investoren, die das Ganze als Cashflow-Methode nutzen. So ähnlich kann man sich das vorstellen wie ein Miethaus, dass man sagt, oder wie eine Eigentumswohnung, dass man sagt, okay, ich bin gar nicht so sehr an der Wertsteigerung der Immobilie interessiert, sondern eher an den regelmäßigen Mieteinnahmen. So könnte man es hier also auch machen, dass man sagt, ich kaufe mir Aktien von Unternehmen, von denen ich ausgehe, dass sie nicht gleich morgen pleite gehen, und verkaufe dann permanent Optionen darauf, um eben diesen regelmäßigen Cashflow zu haben. Und damit man das auch mal ein bisschen in Größenordnung einordnen kann, wer das geschickt macht und wer die richtigen Strategien beherrscht, kann hier durchaus realistisch Renditen so zwischen 12 und vielleicht auch 20% im Jahr erzielen. Das kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, wie die zugrundeliegenden Märkte sind. Also wenn wir jetzt extreme Bärenmärkte haben, dann wird es eher schwierig sein, hohe Renditen hier zu erzielen. Aber wie gesagt, für den reinen Cashflow kann das also eine ganz interessante Sache sein, wenn man die Aktien lange hält. Und dann gibt es natürlich noch Anleger, die sagen, okay, ich nutze das als Gesamtstrategie. Das heißt, ich suche mir wirklich immer Aktien heraus, wo ich das Potenzial habe, dass sie kurzfristig steigen, und verkaufe dann diese Short Calls, um zusätzliche Prämieneinnahmen zu haben. Das ist eine Strategie, also eigentlich eine Strategie für regelmäßiges Einkommen. Die kann man wirklich permanent machen, also in fast jeder Marktlage, nicht in jeder Marktlage, in einem richtigen Crash. Wir drehen jetzt gerade das Video, und gestern hat es an den Märkten so richtig gerappelt. Es ging richtig deutlich nach unten. Dass man natürlich dann mit so einer Strategie an einem Tag wie gestern kein Geld verdient, das ist ganz klar. Aber übergeordnet ist das eine sehr, sehr konservative, schöne Strategie, und ganz interessant, es ist auch sehr, sehr machbar mit kleinerem Geld. Denn man kann ja natürlich anfangen, kann auch sagen, okay, ich kaufe Aktien, die erstmal nicht so teuer sind. Aktien, die irgendwie nur $30 kosten. 100 Stück kosten nur $3000, kann ich zusätzliche Einnahmen erzielen. Die werden auch nicht exorbitant hoch sein, aber es geht ja auch darum, da kann man mit kleinem Geld das Ganze erlernen und hat auch nicht allzu viel Risiko insgesamt. Mir persönlich gefallen Covered Calls ganz gut. Ich setze sie immer mal wieder ein, sowohl in meinem Privatdepot als auch in meinen Trading-Konten. Und in den Trading-Konten eher so ein bisschen, wenn die Marktlage stimmt, als in einem wirklich übergeordneten Bullenmarkt. 2014 war ein fantastisches Jahr für Covered Calls. Jetzt im Jahr 2015 haben wir eher auf Covered Calls verzichtet, weil die Marktlage etwas unausgeglichen war, weil man nicht so richtig wusste, geht der Markt nach oben oder unten. Und für mich persönlich ist es wichtig, in Covered Calls wirklich hier übergeordnet einen Bullenmarkt zu haben. So, das war's mit Covered Calls. Das war sicherlich nur eine kleine Einführung in das Thema. Wenn es für euch von Interesse ist, schreibt mir das Ganze hier in die Kommentare oder kommentiert es bei Facebook. Und dann können wir da auch noch mehr daraus machen. Also ich kann dann auch, wenn ihr euch das wünscht, gerne mal diese einzelnen Strategien noch ein bisschen detaillierter vorstellen, wie man das mit Covered Calls machen kann. Das war's für heute, und zum Thema Covered Calls passt natürlich mal wieder unser Spruch: Wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Denkt immer daran, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Servus, macht's gut.